mittlerweile ist es so, dass jeder Vierte, der nur einen Pflichtschulabschluss hat, von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Wir reden hier von 26%. Im Schnitt sind es eben bei uns in Vorarlberg 7% Arbeitslosenquote. Die Ursachen sind natürlich der Wandel, die Bewegungen, die am Arbeitsmarkt und mit der Technisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt stattfinden. Also generell erhöht sich das Arbeitstempo, die Komplexität steigt. Natürlich spielt die Globalisierung auch eine Rolle, die Auslagerung der einfachen Tätigkeit in Billiglohnländer und nicht zuletzt, wie eingangs erwähnt, die Automatisierung, die Roboterisierung, wenn man so will. Das wird auch weiter fortschreiten in unserer Welt, dass das immer schneller geht, dass hier die Technisierung voranschreitet und diese Arbeiten, diese einfacheren Tätigkeiten obsolet machen. Das ist zwar eine gute Entwicklung, trifft aber auch diese Menschen, die vorher davon lebten quasi und da eingebunden waren. Das ist also die nachhaltigste Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, dass wir versuchen, aus Niedrigqualifizierten Höherqualifizierte zu machen. Da bieten wir jetzt zum Beispiel auch in der Kooperation mit der Arbeiterkammer das Programm Schaffe im Ländle an, wo es diese berühmte zweite Bildungschance gibt. Das ist eine Zielgruppenstiftung für junge Menschen, um ihnen die zweite Bildungschance zu geben. Sonst ist es natürlich wichtig, dass wir Programme auflegen, die natürlich auch Tagesstruktur, Beschäftigung ermöglichen. Das Problem ist, dass ich die Menschen mit einer Tagesstruktur, mit einer Struktur versehen muss, weil sonst die Basics, die Schlüsselkompetenzen weiter verschüttet werden und dann der Abstieg natürlich folgt, wenn man ausgegrenzt ist und längere Zeit ohne Arbeitsstruktur dasteht. Das ist also ein Riesenthema und ein großes Problem. Die Arbeiterkammer kann hier natürlich mit ihrer politischen Kraft einwirken. Ein Thema wäre natürlich die Senkung der Lohnnebenkosten, um den Faktor Arbeit zu entlasten. Das entlastet übrigens die Arbeitenden wie auch die Arbeitssuchenden. Ein Thema wäre natürlich Sozialstandards auch europaweit oder sogar global versuchen einzuführen, damit diese Down-Konkurrenzierung in diesem Sektor nicht stattfindet, weil das trifft natürlich die Menschen, weil diese Arbeiten austauschbar sind und hier kann die Arbeiterkammer sicher eine gewichtige Rolle spielen.